Jo, was geht? Hier ist Sean Mengs Blog und willkommen zu einem weiteren Koch-Catering-Video von mir, nachdem der Pilot ja super ankam. Ich suche immer noch einen Namen für die Reihe, also raut raus, wenn ihr eine gute Idee habt, schickt mir irgendwas rum. Es bleibt dabei, eine Herdplatte, möglichst günstig, möglichst für viele Leute und natürlich lecker und vegan. Wir machen ein absolutes Stable von Antifa Gourmet, was wir richtig, richtig häufig gemacht haben, nämlich das Kartoffel-Gulasch. Super einfach, aber richtig, richtig geil und wenn es geil ist, ist es geil. Viel Spaß! Fürs Kartoffelgulasch brauchen wir Kartoffeln, Pilze, könnt ihr auch Sojachunks benutzen, aber wir machen es einfach, wir nehmen einfach Pilze. Da hinten Zwiebeln und Knoblauch, Tomatenmark, passierte Tomaten, Öl zum Braten und eine Paprika. An Gewürzen nehmen wir Pfeffer, Salz, edelsüßes Paprikapulver. Zur Schärfe habe ich dann Chili-Mix, Gemüsebrühe, Sojasauce und das hier ist Kaffee. Den Kaffee könnt ihr auch später ersetzen durch Rotwein, Schwarzbier oder eine Cola, aber ich hatte jetzt eben Kaffee da. Und weil ich es fast vergessen habe, wir brauchen natürlich auch Zucker. Wenn das Öl heiß genug ist, die Pilze rein und dann unter leichtem Rühren anbraten lassen. Die Pilze habe ich einfach in mundgerechte große Stücke geschnitten, das gleiche gilt für Paprika und Kartoffeln. Und ihr müsst achten, dass genug Öl drin ist, weil sonst saugen die Pilze das Öl ziemlich schnell auf und braten nicht von allen Seiten gleichmäßig. Wenn die Pilze eine Farbe angenommen haben, jetzt grob gehackten Knoblauch und eine grob gehackte Zwiebel dazu und leicht mit andünsten. Wenn die Zwiebeln und der Knoblauch mit angedünstet sind, Tomatenmark oben drauf und einrühren. Und dann mit Sojasauce und Kaffee ablöschen. Ich hatte das jetzt einfach schon gemixt und einrühren und aufkochen lassen. Wenn es kocht, die Gewürze dazu. Ordentlich Zucker, ordentlich Salz, Pfeffer, Paprika. Und eine Prise Chili, Kartoffeln und Paprika dazu. Dann das Ganze mit passierten Tomaten aufgießen. Und zu guter Letzt das Ganze mit Gemüsebrühe aufgießen. Jetzt einfach bei geschlossenem Deckel die Kartoffeln gar kochen lassen. Nachher noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, vielleicht noch eine Prise Zucker. Und dann ist eigentlich auch schon fertig. Das war's auch schon. Groß genug einen Topf sollte man nehmen. Und ansonsten eine halbe Stunde Kochzeit, dann ist das durch. Ihr könnt es aber auch einfach ziehen lassen, es wird eigentlich nur besser. Gewürze müsst ihr ein bisschen variieren, je nachdem, mit was ihr ablöscht. Wenn ihr jetzt keine Sojasauce nehmt und keinen Kaffee, sondern zum Beispiel eine Cola, braucht ihr viel weniger Zucker. Am Ende einfach nur mit Salz und Pfeffer natürlich abschmecken. Auch Rotwein und Schwarzbier sollte man mal ausprobieren, ist richtig, richtig geil. Wem ein bisschen Säure fehlt, kann noch einen Schuss Essig oben drauf tun. Für 15 Leute 2 bis 2,5 Kilo Kartoffeln, 500 Gramm Paprika, 500 Gramm Pilze, 1 Kilo passierte Tomaten, Brühe oben drauf, Zwiebeln und Knoblauch nach Gusto. Mit Salatbeilage, mit geilem Brot vom türkischen Bäcker zahle ich so 9 Euro, vielleicht noch 2 Euro Gewürze oben drauf. Die sind halt meistens schon da. Es ist mega geil. So sieht's fertig aus. Ich freue mich, wie gesagt, auch über Namensvorschläge. Probiert's mal aus. Es ist echt richtig, richtig gut. Es ist ein dankbares Essen. Bis dahin. Haut rein.